Ist diese Decke nicht wunderbar? Eine architektonische Meisterleistung von Master Bernd bei Let's Play Dark Souls 3. Nachdem wir die angenehmen Möglichkeiten der letzten Folge ausgeschöpft haben, sprich den Rundgang durch den Feuerbandschrein, haben wir bereits wieder beendet, habe ich mir gedacht, und das ohne Einflussnahme von außen möchte ich jetzt hier gerade sagen, weil ein entsprechender Tipp gekommen ist, aber das war mein Ansinnen, hier weiterzumachen bei dem Leuchtfeuer quasi unterhalb des Minibosses. Des Miniboss-Gedönses. Wie auch immer. Von wo bin ich eigentlich gekommen? Von da, ne? Hier haben wir den fiesen Miniboss-Man besiegt und haben dieses schnucklige Katana hier mitgenommen, was wir auf Stufe 4 jetzt haben. Und ja, da hatte ich den Schatz eingesammelt und dann gucken wir mal, ob es hier weitergeht. Letztendlich glaube ich jetzt gerade, das ist die schlechtere Wahl, weil der Miniboss einfach der krassere Typ gewesen ist. Im Gegensatz zum normalen Boss. Jetzt kommen die Leute wieder und regeln sich auf. Mann, der Boss war so einfach, war so wahnsinnig einfach. Mir macht das Spiel trotzdem einen Spaß. Also ich sage es ganz unverblümt, mir macht das Spiel einen Heidenspaß. Und das tut auch die One-Shot-Bosse. Der schwärlende See. Tut es auch keinen Abbruch, dass dem so ist. Und krasse Scheiße. Knaster, knaster, knutter, knatter, knutter. Also ich bin ganz ehrlich, das erinnert mich jetzt. Also ich, vom ersten Blick an würde ich sagen, das könnte der Aschesee sein. Also der alte Aschesee, aber wegen der Bäume und sowas, aber halt in Rennen, vollständig. Was haben wir denn hier? Ein feines Feuerwerk. Ja, aber es wurde auch gesagt von anderen wiederum. Ich hoffe, das Ding hier verbrennt mich nicht oder sowas. Okay, Vorsicht vor rechts. What the fuck? Ist denn das ja am Pengen? Was pengt hier? Ah ja, scheiße. Ich wollte nochmal zum Riesen. Fällt mir gerade ein. Ich meine, ich gucke nach rechts. Ich erkenne nichts. Von wo fliegt denn da was? Ach, dann, was ist denn das da zum Henker? Das ist eine super... Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Das sind 3 Megaballistas. Aua. Aua. Ist da nicht Geld? Okay, Call of Duty Deckung. Große Titanitschärfe. Yeah. Peng. 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 Und jetzt geht es weiter bis zur nächsten Deckung. Haha. Bernd hat erkannt, was die Gefahr ist an diesem Strand. Ihhh, ein brennendes Ekelding. Hahaha. Du don't like it. Hallo, Krabby. Krabby hier drüben. Ah, und nein, nicht ihr. Ihr Dickmannste. Das mache ich jetzt am besten. Hey. 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 Okay, da war ein Ping mehr. Jetzt dürfen die mich aber nicht mehr treffen, hoffe ich. Ich werde mich jetzt nicht an ihnen messen. Eher möchte ich die Gefahr, der Gefahr, was ist das da drüben, irgendwie abschalten, wenn es denn irgendwie möglich ist. Bus? Gibt's hier noch mehr von den Dingern, oder was? Ja, super, ich komme da nicht mal ran. Ganz tolle Sache. Ich würde doch gerne die Schicksal mitnehmen. Okay. Einschaffbar. Sag ich. Sag. Aha. Scheiße, mach ich hier nicht Schaden. 2 und 3. Ah! Da endlich mal was. Viel zu wenig. Zu wenig. Egal, vielleicht krieg ich schon mal gestaggert. Herzen! Ich seh nix! Oh, Gott sei Dank! Oh Gott, die haben auch noch ein Ausrastermanöver. Falsche Richtung, du Idiot! Ich komme jetzt irgendwo anders vorbei. Woohoo!
Auto! Nein, da kommt noch ein anderer! Scheiße! Ich hab keine Lust! Oh Gott, sie haben mich eingekleistert! Aua! Eingekleistert! Ich brauch was anderes! Moment! Lass mich einfach in Ruhe, Leute! Lass mich doch einfach in Ruhe! Achso, ich habe das Eisschwert. Ich habe das Eisschwert. War bei den anderen Dingern auch schon besser. Ich meine bei den normalen. Boah! Ich will das Ding haben. Aua! So gehen sie weg, meine Zeug. Schon besser. Ja. Wenn man nichts ist. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, ihr Mistviecher. Ihr könnt mich jetzt mal. Ich hau ab hier. Aber ich vertrag mit euch, nö. Aha. Sind ein paar... Alles, komm wieder. Kommt hier alles gleichzeitig. Mal sehen, ob sich das hier gelohnt hat. Chaotischer Edelstein, vielleicht. Wie zum Teufel soll man da was gegen machen? Frage ich mich jetzt gerade. Wie zum Henker? Wie komme ich da hoch? Vielleicht von ganz woanders. Ich habe gedacht, wenn ich hier lang rolle, dann... Scheiße. Oh, ich habe keine Estus mehr. Das ist ja toll. Frage mich, ob die hier noch mehr von scheiß Schützendingern haben. Wow. Okay, und da drüben habe ich eine ganze Menge an Schätzen liegen lassen, fürchte ich. Also das Gebiet ist bis jetzt echt kacke. Vielleicht bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Aber diese Riesen... Skelette? Nein. Diese Riesendinger, die sich schwer killen lassen. Ich mache nicht viel Schaden an ihnen und so weiter und so weiter. Vielleicht bin ich doch was zu früh hier. Nur... Ring voraus. Was für ein schöner Ring könnte das denn sein? Lohnt es sich überhaupt? Lohnt es sich überhaupt hier lang zu gehen? Ich meine, ich kann immer noch Knochen benutzen, ne? Vielleicht. Zack. Und zack. Ich sollte jetzt nicht rollen, ich sollte einfach hier rumlaufen. Genau. Hier einfach rumlaufen. Und ich hoffe ja inständig, dass man da später irgendwann mal hinkommt, damit ich mich furchtbar rächen kann. Oh, genau. Genau. Genau! Ja, ich bin tot. What the fuck? Scheiße! Jetzt bin ich mit nicht mehr davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Ich hätte gehofft, dass ich meine... dass mein Überleben ein wenig länger andauert. Ja, machen wir eine Art Suicide. Genau, die Suicide. Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen tollen Schätze, die sich hier befinden, einfach nur Dekorationen sind. Obwohl, das war okay. Das nehme ich gerne mit. Aber ich meine, diese Ballistas, diese komischen explodierenden Pfeile rumballern. Oder was auch immer das sein soll. Ich meine, die ist schon wieder so weit weg. Da kann ich nicht hoch, schade. Die ist schon wieder so weit weg, dass ich die noch nicht mal hier sehen kann. Also das ist schon übel. Den ich hier einfach durchlaufen kann. Nimm es mit dem Mund. Aua. Nimm auch dich mit dem Mund, schnell. Ich will überleben. Ah ja, ich habe das Dings verbrannt. Aber bis jetzt ist noch nichts Gescheites hier an Herausforderung da gewesen. Übertriebenen Kram. Mal sehen, da laufe ich jetzt auch noch hin und werde es mitnehmen. Jawohl! Du kannst mich mal, ich nehme das Ei. Schild. Finde es geil. Kann man das hauen oder tut es nur so? Ich meine, das kann man schon kaputt machen. Das ist ein Riesenbombe.
Oh Gott, gibt's da schon wieder Boss oder was? Ist es dieses Würmchen? Hier ist ein Weg nach oben. Was ist das? Leuchtfeuer. Hier vielleicht? Moment. Das ist die Frage, wo er das meint. Oh mein Gott. Ist das ein Gegner, den man besiegen kann? Ich fürchte ja, aber wenn, dann frag ich mich. Muss ich damit sterben? Oh, da ist es! Da ist es, Leuchtfeuerchen! Da ist es! Ich hab es! Oh, Baby, ich hab es! Yes! Yes! Das ging aber schnell quasi. Ich musste nur unten mal nachgucken, was ich denn da alles jetzt verpasst habe. Warte mal. Ich will jetzt mal einen Blick dahinter, hinter die Kulissen werfen. Also ich möchte einerseits wissen, ob man dieses verdammte Würmchen platthauen kann. Ich werde mich anschleichen zu deinesgleichen. Dann werde ich dich hauen, weil ich dich nicht vertraue. Alles blutet. Wow, Moment. Da habe ich doch gerade... ordentlich Damage. Wieso blubbert das in die falsche Richtung? Das ist skriptet, oder? Wow, 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 wow. Wenn es kein Schneider ist. Wickel dich auf. Oder schießt das im Moment? Die schießen auf das Teil, oder? Deswegen hat das... Nein, die schießen auf mich. Blöd Arsch, Herrscher. Wieso sehen die mich hier hinten überhaupt noch? Ich mach dieses Vieh kaputt. Für euch. Ja, Wahnsinn. Die schießen sogar durch das Vieh. Hast du das gemacht, oder? Blitzfahrt und Schießen. Meine Güte, also das Zeug da hinten nervt wirklich ewig. Und es ist noch was da gedroppt oder es liegt noch da rum. Ich werde jetzt hinlaufen. Und ich ins Sterben. Weil ich es haben will. So, große Kirchenscherbe. Das lohnt sich zumindest. Das kann ich meinen Superkatana. Pow! Ja, irgendwann kriegt man dieses Muster auch mal raus. So. Also ich wundere mich gerade, dass ich es irgendwie hingekriegt habe. Scheiße! Ich konnte nicht mal was tun! Also ganz ehrlich, das ist super kotzig. Also dieses Geschütz ist absolut kranke Katze. Ich bin entsetzt. Ich meine, von wo? Sieht man von hier aus irgendwas? Nein, man sieht nichts. Sie scheinen um die Ecke zu ballern oder sonst was. Ich meine nicht, dass es mir jetzt um die Seelen wehtäte. Nein, ich meine, es freuen sich diejenigen, die sich hier um hohe Schätzungen... altes Liebchen vor... Also ich will wissen, was hier drin ist. Hallo. Also es wird ein Boss sein, sonst... wäre die Wand nicht weg, nicht da. Oh mein Gott, ich will nicht. Ich will nicht. Oder, okay, es ist dieses Teil da. Habe ich davon nicht schon welche umgebracht? Alter Dämonenkönig! Warum? Ich frage mich zwar selber, gerade wie ich es geschafft habe. Ja, das ist super delayed. Wie ich es geschafft. Okay. Nehmen wir einen. What the fuck? Oh! Benutze es schnell. Warum alter Dämonenkönig? Das ist der Terminator. Was sehen können wir auch toll, ne? Finde ich. So. Aber sonst tut das Teil ja nicht so wahnsinnig viel zur Sache da. So, ich hab noch genug, ich muss es mal. Mal sehen, wie lange noch. Boah, das ist... Aber es verbrennt mich jetzt. Gerade nicht. Jetzt kommt, glaube ich, der Superbörner.
Okay. Hört das auch mal auf? So, weg von ihm. Musik ist schon geil, aber ich sehe gerade nichts. Ja. Okay, tot. So großer Boss. Also er sieht mir ein und für sich ganz gut machbar aus. Sie sehen mir jetzt gerade erstmal hier. Ja, es ist quasi eine Variante von den, die wir schon hatten. Er ist aber so cool. Weiter Versuch, ich schrall gar nichts mehr. Was trifft mich denn da noch? Ey, ich bin durchgerollt. Von wegen Rolle ist so stark. Ich krieg echt nicht einen Schlag gerade. So, jetzt. So. Okay, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Oh Gott. Das wird doch der erste Boss, wo ich ziemlich viel versuche. Ach du Scheiße! Wie weicht man dem denn aus? Steh ich auch mal wieder auf. Scheiße! Selbst hier hinten schießen die mich beinahe ab. Okay, man kann einfach alles mal vorbei. Ne? Und was mich ein wenig stutzig macht, ist da, genau das. Wieso kriege ich jetzt davon so wahnsinnig Schaden? Ich hoffe, es kommt nicht noch ein zweiter dazu, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Was zum Teufel? Scheiße! Ich meine zumindest nicht, dass ich eben ein so großes Feld an Schaden bekommen hätte durch seinen Bodenangriff. Das Schwert ist auch nicht so besonders stark, da kann ich einfach das hier benutzen. Wenn ich aber treffe, bin ich am überlegen, ob ich sowas wie eine Hit-and-Run-Taktik versuche. Scheiße! Das ist mal wieder so, wie es bei mir immer ist. Erster Versuch, hui, klappt das gut. Zweiter Versuch und die anderen alles schlecht. Leck mich am Arsch, das wird, glaube ich, kein. Oh mein Gott, jetzt trifft mich doch mindestens zweimal. So. Gate. Läuft. Noch. Oh, das war knapp. Oh Gott. Mal sehen, ob ich hier nochmal bis zur feurigen Phase bringe. So. Was hab ich denn da jetzt getroffen? Also ich hab mich... Das ist echt so geil. Er macht diesen super schnellen Angriff, wenn ich vor ihm stehe. Oh, ja, genau. Wie viel Abstand muss man denn von ihm einhalten? Ich meine, das ist ja ein Rundkugel-Effekt. So scheint es zumindest. Okay. Okay, jetzt kommt die Scheiße durch. Runter. Was soll das für ein Riesenteil sein, frage ich mich gerade. Ist das Chaoswesen von Isalith oder sind... Nee, das sind diese... Oh Gott, wie heißen sie?
Play Demons und so. Mal sehen, ob da auch eine... Frag mich, ob da auch eine dritte Phase hat oder sich nochmal wieder abkühlt. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich kapiere... Der macht irgendwas. Es ist absolut übertrieben, da kommt Feuer. Das ist einfach nur krank. Also das ist einfach nur krank. Feuerwelle breitet sich ohne Ende aus. Feuerwelle, die vom Himmel regnen. Achso, das ist diese Flammenwelle? Auf den Boden klopfen, kommt die Flammenwelle. Alles klar. Gut, wissen wir Bescheid. Flammenwelle, wenn auf den Boden klopft. Ui, kommt auch auf den Boden. Vielleicht mal in seinen Rücken. Das ist so ein Ding, wo ich absolut keine Ahnung, was da... Jetzt Sache. Aua! Wie war das nicht schadenfroh sein? Aber es ist zumindest mal ein guter Versuch und ich habe wieder mal etwas mehr von ihm gesehen. Jetzt. Flammenwelle. Kotzangriff. Ist das jetzt auch wieder neu oder was war das jetzt? Oh Gott! Schade, dass ich jetzt eine Flammenwelle. Wow! Es war jetzt blöd, dass ich da... WTF! Jetzt kommt daraus auch noch eine Flammenwelle raus! Auf den normalen Schlägen! Was hat mich denn jetzt gerade schon wieder getroffen? Das ist ja unglaublich, ey. Das ist unglaublich. Schaffen kann ich's. Hab ich gerade gemerkt. Ich bin gerollt. Ich bin Scheiße! Das ist so das typische Bloodborne-Problem. Großer Gegner und ich erkenne nicht mehr so richtig, was er tut. Macht ein bisschen mehr Schaden, oder? Scheiße. Weg. Saufen. Aber bloß nicht zu viel. Das ist so geil. Es ist so geil. Er macht diesen wahnsinnig schnellen Angriff. Während ich muss vorne an ihn ran, um ihn zu schlagen. Dann macht er diesen wahnsinnig schnellen Angriff, während ich vor ihm stehe und wegen seiner Beine und Halb nicht von ihm wegkomme. Es ist so geil. Oh, haha. Jetzt stehe ich wieder vor ihm. Ich stehe zwischen seinen Beinen, er dreht sich rum und ich komme nicht weg. Das ist die große Scheiße. Phase 2 hat das, hat dieses Problem. Aber Phase 1 muss erstmal damit klar. Okay, Phase 2 ist damit gut. Okay, jetzt kommt das Scheißzeug von oben runter. Fürchte ich. Oder auch nicht? Okay, dann eben nicht. Damit komme ich klar, guter Mann. Vielleicht soll ich noch einfach auf den scheiß Schwanz rumhauen. Treffe ich natürlich mal wieder nichts. Super. Okay, jetzt kommt die Flammenwelle. Das weiß ich jetzt zumindest. Flammenwelle. Okay, er kommt.
Gucken, wo ich jetzt gerade... Okay, es kommt das Flugzeug. Ich meine, der Captain spricht. Gut, dran. Da wollte ich... Oh, scheiße. Uiuiui. Ach, schade. Ich konnte seinen Egal. Wir haben uns davon noch erholen können. Ach, das Ding kann auch von außen nach innen kommen. Das wusste ich gar nicht. Kommt das jetzt auch wieder von... Das ist ja mal perfide. Leck mich am Arsch. Ja. Achso, Flugzeuge. Oh, eins, zwei, und weg. Gut. Also, jetzt weit weg. Genau, deswegen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt von der Entfernung her getriggert ist. Oder was da auch sonst mit passiert. Stehe ich wieder genau vor ihm. Ach Scheiße, oh Gott. Das ist... Also sorry, das ist ein beschissener Angriff. Da ist man nah bei ihm ran, dann kommt man da nicht mehr rechtzeitig raus. Ja, Wahnsinn. Und das heißt, man wird zwangsläufig getroffen. Schön schnell weg von ihm. Das ist wieder so eine zweite Sache, die man lernen muss. So, wollen wir nicht zu viel. Kann man ihn hier im Wasser löschen? Das fällt mir jetzt gerade mal so ein bisschen ein. Also, dass man im Wasser vielleicht irgendwie mehr schaden kann oder sowas. Ich meine, das wäre jetzt was Cooles, wenn wir jetzt hier schon was sehen. Oh, da hat er mich jetzt... Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich möchte versuchen, dass er sein... Nicht den macht. Auch nicht den macht. Sondern den macht. Danach geht's. Was ist das? Ah, okay. Wo war mir nicht? Oh! Kann ich ihn jetzt... Er ist tot! Er ist tot! Ich habe ihn gekriegt! Yes! 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 Ich habe ihn geschafft! Es ist mal wieder so ein typischer Fall von, wenn du... Er scheint wahnsinnig schwierig und dann, wenn man weiß, worauf man achten muss und es dann mit der Ruhe angehen lässt, dann kriegt man es auch. Ist das etwa, du Mistkerl, es hat die Vision von was? Blut? Qual. Nee, das sind doch diese Asylum-Dämonen und Strell-Demons und... Ne? Das ist ein ganzer Haufen von denen. Ich frage mich ja, wo die jetzt hierher kommen und wozu dieser Boss jetzt gut gewesen ist. War der optional oder geht's hier hinter weiter? Ich meine, wir haben auch den anderen Weg, der noch weitergeht. Und der war mal mittendrin. Also, sieht nach irgendwas Optionalem aus. Ist das hier ein Capra-Demon? Moment mal. Moment. So, lasst uns mal kurz Lore. Also, die Quelle der Dämonen soll ja, glaube ich, das Chaoswesen von Izalith gewesen sein. Und wenn hier Capra-Demon... Demon oder Capra-Dämon, Ziegendämon tot rumliegen. Ein ganzer Haufen von diesen Dingern hier, von diesen Stray-Demons oder wie auch immer die jetzt heißen, genau rumliegen. Und diese Bäume hier sind, dann würde ich glatt sagen, dass hier vielleicht mal das Chaoswesen dieses ganzen Viecher ausgestoßen hat. Also, ja, also als Mutter, also ausgestoßen, wie heißt das? Geboren hat, das meine ich. Was? Und ein Taurus-Dämon, oder? Oder auch Ziege? Ich würde eher sagen Taurus bei den ganzen Muskeln. Ich frage mich jetzt gerade nur, was es gebracht hat, dieses Vieh hier platt zu machen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich war vielleicht ein bisschen früh da. Ich habe auch zwischenzeitlich überlegt, ob ich meine vielen gewonnenen großen Scherben einsetzen soll, um
hier das Katana oder Uchigatana, dieses Katana mal abzugraden, aber war jetzt nicht zwangsläufig nötig. Okay, dann können wir in der nächsten Folge mal diesen weiteren Weg nach oben gehen. Würde ich da mal vorschlagen. Allerdings, wisst ihr was? Ich werde die Seelen... Ich glaube nicht, dass ich mit diesem Boss irgendwas anderes freigeschaltet habe im Feuerbandschrein. Deswegen werde ich jetzt nicht noch einen nächsten Durchgang da machen. Aber ich werde leveln gehen und meine Schwerter noch aufspielen. Deswegen sehe ich euch dann gleich dort wieder. Jesus, das war eine interessante Erfahrung, möchte ich mal so sagen. Aber mein Tratan hat mir gute Dienste geleistet. Aber er leider Gottes war... Ich finde es ein bisschen schade. Ich meine, vielleicht macht es Sinn, den Boss schwieriger zu machen, aber dann ist es schon ein Feuerboss, der vielleicht auch vom Chaoswesen ausgespuckt wurde, weil er erschien mir jetzt optisch zumindest nicht so wahnsinnig viel anders zu sein wie diese anderen zwei Feuerdämonen, wo wir einen mit Sigwarts Hilfe und den anderen mit, ja, quasi vor dem Eingang quasi zu diesem Gebiet platt gemacht haben. Nur die waren natürlich ein bisschen einfacher. So, Waffe verstärken. Packen wir es an. Ich würde natürlich auch gerne das Finsterschwert irgendwann weitermachen, aber es kommt Zeit, kommt Rat. Wir haben die Schwarzklinge. Ich bin nicht mehr so ganz sicher, ob ich das Uchigatana jetzt überhaupt weiter verstärken soll. Ich meine, die Waffe ist ähnlich, aber stärker. Und gut reichweitenmäßig, nicht ganz so hoch. Aber erstmal ein Punkt. Ah, scheiße, jetzt fehlt mir genau eine große Scherbe. Ich spekuliere jetzt mal darauf, dass ich die noch finden werde bald. Und deswegen werde ich jetzt hier noch nichts reinstecken. Erstmal das hier weiter benutzen, jawohl. Aber habe ich... Moment, ich muss mal gucken, was Eisschwert ist da. Okay, mir fehlen immer noch 2 Minuten. Könnte ich auch mal langsam finden. Fällt mir zumindest. Gut. Ah ja, aufleveln. Aufleveln noch. Aufleveln. Und ich habe diesen Knochensplitter gefunden. Da kann ich den ja zumindest gerade auch nochmal verbrennen. Und diesen... Ja, dieses Wunder. Was ich aber nicht wirklich... Wow. So, Estus Flakon plus 5. Ja, das gibt ordentlich Heilung, würde ich sagen. So. Hoppala. Willkommen, Husband. Aufsteigen, was haben wir denn da? Also beim letzten Mal, das hier habe ich gelevelt, da kommst du jetzt dran und dann fehlt, glaube ich, der Rest für Geschicklichkeit. Jo, dann war's das jetzt erstmal. Und was ich jetzt noch mitnehme, ist mal nachgucken, was denn die Seele von dem Knaben bringt. Irgendwelche... Ja, ansonsten hier der Typ, der hier sonst immer gesessen hat, der kommt irgendwie wirklich nicht wieder. Und sonst... bin ich jetzt gerade was am überlegen. Ah ja, genau. Irgendeine Präferenz zu dieser Waffe, die ich, glaube ich, in der letzten Folge mal kurz gezeigt habe, wo ich mir unsicher war. Da muss ich ja 5 Punkte in Glauben reinstecken und das lohnt sich jetzt nicht wirklich. Ja, ne, das lassen wir dann, glaube ich, besser. Aber vorher, vielleicht ist ja was dabei, was ich direkt nutzen möchte. Werde ich mal kurz... Ach Quatsch, Seelen sind hier. So, alter Eisenkönig. Habt ihr was mit dem... Nee, Quatsch, nicht alter. Der alter Dämonenkönig, nicht Eisenkönig. Die Seele des alten Dämonenkönigs. Verdrehte Seele, bla bla. Der runzlige alte Dämonenkönig gleicht nun einem Klumpen verbrannter Asche. Doch er ist der letzte lebende Zeuge des Chaos von Isalith. Ich frage mich, ob der irgendwas mit den... Na gut, es wird hier Quelana, also die Pyromantenhexe wird es wahrscheinlich nicht sein. Oder ob irgendein Überlebender oder sowas. Wo ich gerade überlege, wer das hätte sein können. Und es gibt eine krasse Pyromantie durch diese Seele. Und zwar verbrennt die Umgebung mit der Chaosflamme zu Asche. Rudiment des Chaosbetts. Wieso? Moment mal. Das Bed of Chaos war ja quasi der, Bed, was heißt es, das Gebot. Also, es hat jemand was reingesteckt. Also, Bed wie Gebot. Also, wie jemand was bietet. Also, glaube ich zumindest. Ich bin jetzt nicht der Englischfachmann. Und hier haben sie das Bett wie wirklich wie das englische Bett übersetzt, oder? Rudiment des Chaosbetts. Übersetzungsfehler, würde ich mal sagen. Klassischer Übersetzungsfehler. Was können wir noch? Glosholz, genau. Wolfsblut. Wolfsholz. Was auch immer. Dämon, Kristallwesen. Dämon. Was? Sonst nix? Gibt's für die Seele lediglich das Chaosbett-Ding hier? Rudiment des Chaosbetts. Dämonenkönig. Das ist ein bisschen schade. Jetzt hätte ich mir was anderes noch. Ne, hier. Ah, den Knüppel gibt's noch. Glühender Durchhalte. Ach, Moment. Großhammer des alten Königs. 30 Stärke und 10 Glauben. Mhm. Der Großhammer des alten Dämonenkönigs. Diese Waffe ist über das alte Isalith überstanden. Hat das alte Isalith überstanden und ist mit den Überresten der Chaosflamme durchwirkt. Fertigkeit. Glühender Durchhaltewillen.
verankert die Waffe im Boden und erhöht kurzzeitig die Balance. Ein schwerer Angriff mit wiederholten Schlägen auf den Boden löst feurige Explosionen aus. Na, nichts dabei, was ich jetzt brauchen könnte. Ja, dann nochmal herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich bedanke mich für Kommentare und all dergleichen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in eben diesem Gebiet beim Leuchtfeuer wieder und gehen den weiteren Gang entlang. Bis dann, euer Berndi. Ciao.